Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte 4.2, 2.0. Wir machen heute mit Holz. Aktuell könnten wir jetzt alles ein. Wir brauchen noch Geld für unser Lager. Das ist Kostenpunkt von 350.000. Sollte eigentlich jetzt genug Holz rankommen, die Folge, und dann ist der Holzschluss. Auf jeden Fall. Erstmal jedenfalls. Und dann mal sehen. Glockenfräsen. Zum Beispiel. Ist ja leider so, kann ich nicht sagen. Aber bis wir ernten, das dauert noch ein bisschen. Denken wir, das ist morgen soweit. Oder übermorgen. Ja, übermorgen am Spiel hingehen, weil heute ist gerade mal Stufe gewachsen auf Status, wo es reif aussieht, aber auch nicht reif ist. Also nach meiner Erfahrung ist dann, jetzt haben wir Mitte Sommer, späten Sommer, Tag Nummer 5 muss das sein. Das heißt, wir werden mal die Geschwindigkeit erhöhen auf 15. Dann passiert ja nichts. Die Tiere sind versorgt. Bis heute haben wir genug da. Und Wasser haben sie auch. Ansonsten können wir noch die Drescher zum Feldern fahren. Das heißt, drei Stück noch. Eine Variante wäre Feld Nummer, wo unser Hafer ist. Da können wir einen Führungskurs machen. Und dann nachher den Führungskurs könnten wir eigentlich fahren. Falls auch funktionieren sollte. Zwei Felder ist besser, machen wir über Leine, also ist es schneller irgendwo. Als man kann nicht so zum Fahrzeug für Fahrzeug springen, nur als ich hinhaut. Aber den Führungskurs können wir erst einfahren, wenn das Lager steht. Also das ist ja, kommt ja auch noch hinzu. Also man weiß ja nicht, wo man langfahren soll und beziehungsweise das Gebäude, der am Wege steht, ne? Und das wäre dann schlecht. Also wir brauchen noch Geld für das Gebäude. Regen gefällt mir jetzt gar nicht. Nein, machen wir nicht ernten, aber wenn es kalt ist, das wird ganz trocken sein. Ne? Dann kriegen wir hier noch Hochwasser. Obwohl das nicht vorgesehen ist. Sonst wird es passieren, mit dem Regen zu merken hier. Rumpf, Rumpfi, nicht der Baum. Ja, Regen. Gerade in der ersten Folge von Marsch, als die ersten Folgen, also sehr lange kein Regen gehabt, also. Das ist nicht perfekt, ne?
Wir brauchen mindestens 2 Ladungen Holz, um die nötige Summe zu kriegen. Eine Fuhr ungefähr 50.000 kann man einplanen, wenn es gut gefüllt ist. Das hätten wir 380.000 rund, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Mais wird noch ein bisschen wachsen, bevor wir es häckseln können. Und dann brauchen wir Fahrzeuge. Gut, da würde ich zur Not sagen, okay, wir mieten die Fahrzeuge. Zumindest ein Häcksler. Und die anderen kann man ja. Ja. Gewisse Fahrzeuge sind besser geeignet für über Silo fahren als die Hänger, die wir jetzt gerade haben. Ne? Den LKW brauchst du an den Anfang, dann man kippt immer rückwärts ab. Na, mal schauen, ich bin nicht genau sicher, wie ich das machen werde, aber irgendwie ziehen wir schon rein. Aber ein Trost ist, die nächste Vorhersage ist Trock angesagt. Und da denke ich mal, wenn wir Glück haben und mal eine trockene Phase erleben. Solange es warm genug ist. Zack, zack. Scheiß Wetter. Der Regen wird ein bisschen rührt hier. Der Baum ist so dick. So ein Quatsch. Ich habe den Boden nicht verpackt. Ich will die Bäume gar nicht gezogen bekommen. Also müssen wir ein paar Stunden fräsen, sonst haben wir hier mit dem LKW Probleme. Machen wir gleich mal. Abstellen hier. So. Ein paar weniger sind, natürlich nicht alle, und so Bäume liegen gibt es vielleicht nicht. Aber ansonsten, wenn es machbar ist, wird es abgefräst. Da kann man bald Bäume kaufen und welche Pflanzen. Das kann man auch tun. Fangen wir hier oben an. Na,
nicht hinten. Vorne, Junge, vorne. Ah, ich hatte die Musik vergessen. Ach, okay. Muss ich näher anmachen, so mal. Muss ich näher anmachen. Ja, mal schauen, wie viel mehr. Aber die Lenkung gar nicht geht, das ist immer ein Problem. Die Maus ist da oben. Doch geht die. So, Musik läuft. Selbst wenn der Lenkung jetzt nicht gehen würde, wäre auch nicht schlimm. Das mache ich eben Tastatur. Ah, Lenkung ist raus. Es dauert immer unterschiedlich lang, bis es so wieder aktiviert, weil man kann es sich raufstecken und anstecken, wieder aktivieren, aber es dauert mitunter etwas länger. Deswegen verlasse ich ungern mit der Maus und klicke vor allen Dingen außerhalb das an. Nachbarbildschirm oder ja, egal welchen nehme, ist mir hier. Aber die Zeit jetzt von 2 Minuten. Dann muss ich kein LKW fahren mehr. Beim Bäumen sägen ist auch nicht so tragisch. Oder für die Straße fahren und allgemein ist es dann besser, wenn das Lenkrad einen Widerstand hat. Den Grund weiß ich nicht, es kann sein. Also ich weiß den Grund nicht, ich kann nicht mehr was gegen tun, aber ja, ganz ohne Musik ist auch langweilig, ne? Und weg bist du. Bei den Bäumen ist gefährlich, die fräsen nur ganze Bäume mit. Also ein Schlag zum Baum lang komplett weg. Sonst braucht die ein bisschen länger zum Fräsen. Aber beim Baum, da kennt ihr nichts. So ist ein Baum, ein Bunker von der Fräse geflogen. Die nimmt recht viel auf. Also bunkermäßig geht man rein. Ich glaube 85.000. Ich weiß gar nicht, wo das lässt. Meine ganz dünnen Äste hier zum Beispiel, in extrem dünnen Dinger, die nehme ich schon mal mit. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich machen wollte. Ich wollte am Hof noch die Bäume wegmachen. Das heißt, wir fahren mal zum Hof. Oh ja, Lenkung. Aber egal, das ist so schlimm. Und ein bisschen mehr aufpassen. Weil die Lenkung halt sehr leicht geht und könnt eigentlich jetzt mit einem kleinen Finger lenken.
wollte hier die Bäume wegnehmen, weil die gucken ein bisschen raus. Teilweise, weil es auch echt blöd aussieht, in Anführungszeichen. Und hier die Birke, dann weg. Hier kommt man später eine Straße hinter ihm nach. Straße, das Silo. Ist der sauber weg. Der wird nicht stören. Jetzt müssen wir Lenkung mal wieder auf Null stellen. Sonst ist unkontrollierbar. Jetzt auf Null. Jetzt auf Null. Hat keinen Zugang. Das kümmert der Fräse eigentlich nicht. Sonst hätten wir hier ein technisches Problem. Warum durfte ich hier überhaupt bearbeiten? Ist eine andere Frage, ne? So. Gut. Das wär's. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid noch Tschüss und bitte wirklich. Ciao, ciao. Gut, denk mal, hören Sie zu den fleißigen Folgen. Tschüss.